Hi ihr da draußen, wir sind heute beim Sedlmayr Trachtenhof und schauen uns nach den neuesten Trachtentrends um, die wir euch präsentieren möchten. Beim Sedlmayr Trachtenhof findet ihr aber nicht nur die neuesten Trends, sondern auch ein Dirndl für jede Gelegenheit. Viel Spaß beim Zuschauen! Und da geht's auch schon los. Was ist dieses Jahr Trend? Fangen wir an mit der Bluse. Es darf ein bisschen dunkler sein, es darf ein bisschen kräftiger sein, der Ton. Ganz wichtig, Spitze. Wir haben hier wirklich ganz schön leicht zu tragende Blusen, die gerne auch etwas hochgeschlossener sein dürfen. Und es geht alles in Richtung klassisch. Ton in Ton ist dieses Jahr absolut gern gesehen, in Kombination wieder mit der etwas dunkleren Bluse ist dann einfach auch der Farbklecks und der Kick nicht zu kurz gekommen. Auch ganz interessant, ein Dirndl auch hier, etwas in Pastelltönen. Wir haben viele kleine verspielte Details, man sieht es jetzt hier vielleicht nicht so gut, aber wir haben hier viele kleine Perlen aufgenäht, einfach um das Ganze ein bisschen verspielter zu machen, ein bisschen klassischer zu machen, aber einfach auch interessant zu gestalten. Und auch hier viel Pastell und wenig knallige Farben. Man sieht auch bei der Bluse etwas hochgeschlossener, etwas mehr Stoff, aber ein bisschen durchsichtig. Das macht das Ganze interessant und mit sehr viel Spitze. Natürlich wollen auch unsere Burben auf dem Volksfest richtig was hermachen. Und das gelingt ihnen mit Mustern. Wir wollen es dieses Jahr etwas gemusterter, nicht rein weiß, und die Lederhose, die darf gerne in Grautönen und mit einem gewissen Newsed-Look daherkommen. Also brauchen wir auf jeden Fall, dass es so aussieht, als hätte er damit schon richtig heute gearbeitet. Was auch immer ganz beliebt ist, sind kleine Stickereien, das Ganze auch wieder ein bisschen verspielter zu gestalten und genau, so kann man sich überall blicken lassen. Was uns Damen natürlich auch immer ganz, ganz wichtig ist, wie sieht es unten aus? Nein, also ganz unten, ich meine die Schuhe. Zum einen tut sich da eh immer relativ wenig im Bereich Trachten. Was immer geht, ist einfach sehr elegant, gerne auch ein kleiner Pfennigabsatz oder einfach hier auch etwas hochhackiger, verspielt mit Schnürchen. Wunderbar ist einfach auch die Farbkombination in dem Fall. Oder sehr schön klassisch mit etwas breiterem Absatz. Da bleibt man einfach nicht überall hängen. Was aber natürlich auch nach wie vor erlaubt ist, sind Turnschuhe, Sneakers. Allerdings dann wirklich dezent, wirklich der Fokus soll auf dem Dirndl liegen und nicht auf den Schuhen. So, für die Burben haben wir jetzt noch mal was ganz Besonderes, und zwar Lederhosen, gefertigt in Deutschland, exklusiv Sedlmayr. Diese sind nicht nur Handarbeit, sondern auch als Maßanfertigung zu erhalten. Wir sehen hier eine Hose aus pflanzlich gegerbtem Wildbock. Diese ist aber auch zu bekommen als semi-gegerbter Hirsch. Das ist wirklich was ganz Besonderes, auch die Stickereien. Auch diese sind speziell von Sedlmayr, also damit werdet ihr auf jeden Fall der Hingucker auf jedem Volksfest. Und jetzt natürlich nochmal was Besonderes für den schönsten Tag im Leben. Auch hier werdet ihr im Sedlmayr Trachtenhof fündig. Wir haben natürlich auch die Trends mitgenommen, nämlich den Stehkragen. Jetzt wird es ein bisschen freizügiger, denn immer nur hochgeschlossen ist ja vielleicht auch langweilig. Auch hier bei diesem Dirndl wunderschön zu sehen.
Da kommt alles richtig gut zur Geltung. Auch ein richtiges Highlight seit letztem Jahr, Samt. Und zwar schwarzer Samt. Schwarz geht einfach immer, ist nicht wegzudenken. Und ich finde, es macht wirklich was her und wirkt richtig elegant. Zu guter Letzt nochmal ein besonderer Trend, Grün. Auch eine kräftige Farbe, vielleicht ein bisschen dunkler. Wir haben hier Ton in Ton, auch wirklich angesagt der Leinenstoff. Ich tue mal die Haare ein bisschen zur Seite, dass man es besser sieht. Auch eher alltagstauglich und sollte im Schrank nicht fehlen. Wem das ein bisschen zu viel Farbe ist, habe ich auch noch mal hier was ganz Besonderes, auch finde ich sehr alltagstauglich, gar nicht unbedingt das typische Dirndl, aber diese Muster sind einfach ein absoluter Hingucker und auch hier Ton in Ton, da kann man dann zum Beispiel sich auch mit den Schuhen noch mal ein bisschen austoben und besonders süß und verspielt hier oben der Haarreif. Jetzt konnten wir euch hoffentlich einen kleinen Einblick in die aktuellen Trachtentrends bieten. Aber schaut euch einfach selbst mal um, denn wie gesagt, es ist nur ein kleiner Einblick. Wenn ihr euch mal darüber informieren wollt, welche Farbe zu euch passt, schaut euch in der Infobox unser Farbvideo an. Aber ganz wichtig, holt euch auch Rat vom Experten hier vor Ort. Die wissen einfach am besten Bescheid und so landet ihr mit eurem neuen Dirndl auf jeden Fall einen Treffer. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und eine wunderschöne Volksfestsaison.